Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. Jetzt ist es endlich soweit. Mein erstes offizielles Gewinnspiel hier auf YouTube startet. Ich möchte euch alle aufrufen, euch alle animieren, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Es gibt natürlich was zu gewinnen und es geht um einen wirklich tollen sportlichen Wettkampf, an dem auch du teilnehmen kannst. Ganz egal, ob du 60 Kilo wiegst oder ob du 120 Kilo wiegst. Wie gesagt, ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie wir es anstellen können, dass die Wettkampfbedingungen für jedermann gleich sind, dass ein kleiner, schmaler Athlet die gleichen Voraussetzungen hat wie jemand Großes, Muskulöses. Und ich bin am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass wir einen Klimmzugwettbewerb machen unter meinen bestimmten Teilnahmebedingungen. Diese Teilnahmebedingungen, die erkläre ich dir jetzt, wie die Klimmzüge aussehen sollten, damit sie als gültig anerkannt werden, damit du diesen Wettbewerb, dieses Gewinnspiel hier für dich entscheiden kannst. Die Klimmzüge sollten zuallererst ohne Schwung ausgeführt werden. Das bedeutet kontrolliert und sauber. Du solltest die Arme bei jedem Klimmzug bis unten begradigen. Und du solltest, wenn du den Klimmzug nach oben hin ausgeführt hast, mit dem Kinn die Stange touchieren, das heißt berühren. Nur dann ist auch die einzelne Wiederholung gültig. Wichtig ist natürlich, dass du die Klimmzüge im Obergriff ausführst und nicht im Untergriff. Für jede Frau, die teilnimmt, gibt es einen Leistungszuschlag von sage und schreibe 30%. Das ist sozusagen der Testosteronausgleich. Für uns Männer animiert sich das natürlich, dass wir eben noch mehr Gas geben, unser Bestes abrufen, damit der Wettbewerb zur Ehre aller Männer nicht von einer Frau gewonnen wird. Oder vielleicht doch, man wird es sehen. Auf jeden Fall kann jede Frau teilnehmen und bekommt auf ihre Leistung einen Zuschlag von 30%. Einfach mal ganz hypothetisch gerechnet, eine Frau würde, das halte ich für kaum möglich, 10 davon schaffen, 10 von diesen Wettkampfklimmzügen schaffen, dann werden ihr 13 Stück angerechnet. Das bedeutet, wie gesagt, ein Zuschlag von 30%. Also, teilnehmen kann jeder, teilnehmen sollte jeder. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle rege teilnehmt. Jeder, der teilnimmt, der kriegt auf jeden Fall hiermit schon mal meinen größten Respekt ausgesprochen. Ob du am Ende gewinnst, das wird sich natürlich rausstellen. Einsendeschluss, Teilnahmeschluss ist der 11.11. um 19 Uhr. Alles, was nach dem 11.11. um 19 Uhr reinkommt, online gestellt wird, als Videoantwort auf dieses Video gepostet wird, ist ungültig. 11.11. 19 Uhr ist die verbindliche Zeit, damit hier nicht irgendjemand sein Video zu allerletzt hochladen möchte oder wie auch immer. Alles, was nach 19 Uhr kommt, ist hinfällig. Poste dein Video bitte als Videoantwort auf dieses Video hier oben und nehmen somit an dem Wettbewerb teil. Zu gewinnen gibt es natürlich auch einen Preis. Ich finde den Preis echt klasse. Den stellt mir die Firma MyProtein zur Verfügung. Mit einem Klick unter dieses Video kommst du zum Link zu dem Hauptgewinn, der auf diesen kleinen Wettbewerb ausgelobt wird. Es ist ein Produktbündel mit vielen tollen Supplements, die alle vom Muskelaufbau wirklich klasse sind. Ich finde dieses Produktbündel wirklich super und finde es super, dass die Firma MyProtein das zur Verfügung stellt und dem Gewinner Freihaus zusendet. Wie gesagt, teilnehmen kann jeder. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch alle animiert fühlt, auf diesen Wettbewerb zu antworten mit einer Videoantwort hier oben, dann einfach Videoantwort zugepostet. Und dann hoffe ich, dass ich am 11.11. um 19 Uhr einen würdigen Sieger für diesen Klimmzugwettbewerb finde. Alles klar, wie diese Klimmzüge so ungefähr ausschauen sollten, das zeige ich euch jetzt. Das war es dann erstmal soweit von mir. Ich hoffe, ihr nehmt alle teil. 11.11. 19 Uhr, die Deadline, das ist die verbindliche Zeit. Und ich freue mich schon riesig darauf, wer die ganze Sache gewinnt. Wird auf jeden Fall wirklich spannend. Viele Grüße, Simon.